Anne Marronnier, sind Sie bereit, die Ehe mit dem hier anwesenden Marc Marronnier zu beenden? Allerdings. 57 Jahre verheiratet. 57 Jahre gemeinsames Leben. Ich bin Alice, die Frau von Antoine. Antoine? Antoine, dein Cousin? Ah ja, Antoine. Ja. But I get lost finding my... Seid ihr verliebt? Wirken wir so bescheuert? Schick mir bitte nicht jeden Tag deine Adresse und deinen Türcode per SMS. Ich darf dich daran erinnern, dass ich mit deinem Cousin verheiratet bin. Tja, weißt du, ich hab's nicht so mit Familie. Wichtig ist jedenfalls, dass du sie niemals anrufst. Hallo Alice, hier ist Marc. Du bist eine Edelschlampe, ja? Eine wahnsinnig geile Tussi, eine Nymphomane. Ich will die Zunge sehen, du stopfst sie voll rein, ja? Leg richtig los. Mit dir hat das Leben den Geschmack von Guave oder Papaya, die verwechsel ich immer. Also, ich habe Ihr Manuskript gelesen. Das verflixte dritte Jahr ist toll, der Titel. So richtig dämlich. Heute sind wir 3 Jahre zusammen. Es ist schwer zu erklären, aber ich habe meiner Freundin nichts von dem Buch erzählt. Ist doch ein alter Hut, dieser spießige Pessimismus. Ist doch toll. Aber Ihr Leben ist mir scheißegal. Das Buch ist von Ihnen? Nein, ich bin's nicht. Ich habe das Buch geschrieben, bevor ich dich getroffen habe. Das sexistischste Buch des Jahres, genial. Und es hat einen Scheißtitel. Es ist keine Liebe und sie dauert nicht so lang. Ich werde dir fehlen! Sowas kann nur eine Frau erfinden, damit wir Männer blöd dastehen. Gut, Kathy und ich, wir... Bam, 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 bam. Was sind das eigentlich für Drogen, die ihr da nehmt? Wo ist das Fenster? Warte bitte, warte, bis ich weg bin. Was ist das für eine Generation von Kerlen, die überall rumposaunt, dass man ihnen die Eier abgeschnitten hat? Ja, Antoine, genau, du hast einen Nikopenis. Ich habe einen Nikopenis? Wenn du sie wirklich liebst, dann tu was, gib Gas! Das Leben geht weiter. Was ist jetzt? Wird's bald? Ich habe nicht die ganze Nacht Zeit.